Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem zweiten Wochenabschluss im August. An alle Neuen herzlich willkommen, an alle Alten auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ich freue mich sehr. Wir gucken uns die schrecklichen Zahlen von Woche 2 im August an. Haltet euch fest. Es wird spannend. Und zwar... hier ist nichts mehr passiert. Hier ist was passiert. Das sage ich euch aber gleich. Kommen wir erstmal zu den Lebensmitteln. Und zwar... habe ich... Nee, das habe ich noch. Eingekauft. Wieder am 14.8. Für 18,63 €. Entschuldigt. Ich hole meine Liste, also ich habe hier das ja nochmal aufgedröselt alles und da suche ich mir jetzt raus, was ich noch ausgegeben habe. Dann habe ich am 17.8. Geld ausgegeben, nämlich 36,11 €. Dann am 18.8. Da war ich bei Lidl und habe da 12,86 € ausgegeben. Und am 21.8. habe ich für die Woche eingekauft für 50,41 €. Genau, das war's bis jetzt. Heute ist der 22. Wir haben nichts in Lebensmittel ausgegeben. Das heißt, ja, da müsste noch was drin sein. Ich kann mal schauen, wie weit ich aufgeschrieben habe. Bis zum 21.8. habe ich 50,41 € ausgegeben und es sind noch drin 69,83 €. Die sind aber nicht hier drin. Da ist nur ein Teil davon drin. Da sind 10, 20, 25 drin. Die habe ich dabei und den Rest nicht. So. Genau. Dann sind Lebensmittel beendet. Bei Tanken war ich diese Woche nochmal. Ah, der 21.8. zählt gar nicht mehr hier rein. Fällt mir gerade auf. Also heute ist der 22. Aber ab dem 21. ist es schon die Woche 3. Ja, der zählt gar nicht mehr rein. Das heißt, ich mache da einen Strich, wenn ich mein Lineal finde. Nehmen wir das hier. So. Oh. Ein bisschen weit. Naja, so. Also in Woche 2 haben wir schon gar nicht mehr so viel ausgegeben. Ihr seht, es sind 18,63 €, die 36,11 € und die 12,86 € sind 67,60 €. Tragen wir ein. Ich kann so einfach nicht schreiben. 67,60 €. Beim Auto ist ebenfalls was passiert. Ich habe nochmal getankt. Und zwar am 11.8.
für 50 Euro. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Sieht aber dann doof aus, wenn ich es einmal mache und einmal nicht. Deswegen habe ich es wieder rausradiert. So. Das heißt, da sind noch 5 Euro drin. Es bleibt wahrscheinlich auch drin, denn der Monat ist bald vorbei. Bei Blackie ist nichts mehr passiert. Ich habe mir nichts gekauft. Den Kindern habe ich auch nichts gekauft, weil die ihr Geld mitgenommen haben und sich selber Sachen gekauft haben. Freizeit. Meine liebste Kategorie. Am 11.8. waren wir im Freibad. Und da habe ich ausgegeben 11,73 Euro, weil wir davor wahrscheinlich noch Getränke oder sowas gekauft haben. Und das zähle ich damit dazu, weil das ist ja extra dafür. Das war es auch hier. Am 13.8. haben sich die Kinder Filme ausgesucht. Jeweils für 3,99 €. Das sind dann 7,98 €. Und am 16.8. waren wir im Freibad. 16.8. Da hat der Eintritt 4,50 € gekostet. Wir haben uns Pommes gekauft. Und wir waren vorher beim Bäcker. Und das waren insgesamt 20,85 €. Gut. 16., 17.8. war nichts. 18.8. Da haben wir uns Snacks gekauft, weil wir ja unterwegs waren. Danach waren wir kurz im Bauhaus, haben noch was geholt und dann waren wir im Indoor-Spielplatz. Da hat der Eintritt plus Getränke, hat 30,50 € gekostet. Und das war's an diesem Tag. Da schreibe ich jetzt einfach mal Indoor-Spielplatz. Indoor-Spielplatz 41,70 €. Am 21.8. also gestern waren wir im Freibad. Das Wetter ist ja gerade bombastisch. Und da habe ich 18 € und... Ah, nein. Das kommt dazu. Ich habe 18 €. Euro. 28 plus 1,39 € sind dann 19 € und 67 Cent. So. Ah, das zählt schon gar nicht mehr in diese Woche. Ich habe es jetzt trotzdem schon mal aufgeschrieben. Spoiler-Alarm! Ich mache hier schon wieder einen Strich. Und dann tragen wir das mal da drüben ein, sonst bin ich nachher verwirrt. Also im Auto habe ich ausgegeben 50. Bei Plecki war nichts, Yvonne war nichts, Raffi nichts, Leonie nichts. Freizeit rechnen wir aus. Die 11,73 € plus 7,98 €. 20,85 € und 41,70 €. Und ihr seht schon, wir kommen nicht auf diese 200 Euro, die wir uns gegeben haben.
Das ist aber nicht schlimm. Ich sage euch gleich wieso. Ich sage euch jetzt wieso. Genau, Schule war nichts. Oder? Ich guck mal kurz. Aber nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, dass irgendwas in Schule gewesen wäre. Nee. Bei Schule war nichts. Sonstiges. Sonstiges. Ich muss hier kurz einen Strich machen, damit ich weiß, wann die neue Woche anfängt, weil sonst bin ich verwirrt hier. Nämlich seit gestern. So. Sonstiges war also nichts in dieser Woche und Puffer war auch. Ja, der Puffer ist jetzt weg. Der Puffer ist jetzt definitiv weg. Durch den Einkauf nochmal im Baumarkt. Also ich habe zwar, ich zeige es euch mal kurz, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Also ich habe einmal von Oma und Opa Geld gekriegt. Ja, für die Kinder und für mich einfach so. Und von meinem Papa habe ich Geld bekommen für unser Badezimmer, nämlich 150 Euro. Denn das Geld wurde knapp. Ja. Also ich hätte es schon noch gehabt. Ich habe ihm auch gesagt, ich brauche es nicht unbedingt, aber er wollte, er hat darauf bestanden, so, ja, komm, ich beteilige mich und das ist okay. Und ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, denn es hat mir auch echt geholfen. Genau. So, dann haben wir ausgegeben diese Woche. €219 in den variablen Kosten. Kommen wir zu den Sinking Funds 2. Da war bei Auto nichts. Gesundheit muss ich gucken. Aber da war meines Erachtens auch nichts. Ich habe hier was vergessen. Am 11.8. Da kommen noch mal 9 € und 61 Cent dazu. €9,61. Das hier stimmt nicht. Hätte ich euch fast was unterschlagen. Naja, was heißt euch? Also mir selbst ja auch. So, und dann stimmt es nämlich auch nicht. Dann müssen wir das hier nämlich auch noch dazu zählen. Plus diese 9,61 €. Und dann sind es 91,87 €. Jetzt stimmt es aber wieder. Bei Gesundheit, da war nichts. Urlaub. Urlaub war diese Woche nichts. Ah, doch, eigentlich habe ich es diese Woche schon rausgeholt. Ich habe nämlich 90 € rausgeholt, um das in Freizeit zu legen, damit wir noch ein paar Mal ins Freibad können. Ja, es ist nicht mehr viel Geld davon übrig. Ist halt so, ne? Notgroschen war nichts. Beauty war nichts. Luxus war nichts. Haushalt, da war was. Denn ich habe einen Besen, einen Handfeger und Batterien gekauft für 24 € und. Warum sind hier 70? Verstehe ich nicht. €24 und 48 Cent.
Das müsste es aber gewesen sein. Bei Blackie sind die 35 Euro rausgegangen. Ach, die sind ja schon letzte Woche rausgegangen. Das ist so ein Quatsch. Da war diese Woche nichts mehr. Da ist nichts drin, da kann nichts raus. So, bei der Kleidung sind 20 Euro raus. Denn ich habe zwei Pullover gekauft. Einmal einen für Leonie und einmal einen für Raphael. Nicht, weil sie sie dringend gebraucht hätten, sondern einfach, weil ich sie so schön fand. Und ich wusste, ich habe ein bisschen Geld drin und deswegen habe ich das gemacht. Genau, Feierlichkeiten ist, glaube ich, nichts mehr rausgegangen. Ja, ist nichts mehr rausgegangen. Weiterbildung auch nicht. Kids auch nicht. Gesamt habe ich dann ausgegeben. Ja, eigentlich habe ich das nicht ausgegeben. Aber ich habe es rausgenommen. Naja, ich habe es eigentlich schon ausgegeben. Mache ich das denn jetzt? Dann hätte ich hier plus 90 machen müssen. Hier. Also wenn ich jetzt hier das waren 91, ich weiß es nicht mehr jetzt, plus 90, minus 91, weiß nicht mehr, was es war, tut mir leid. Siebenundachtzig. So, und dann habe ich nämlich hier dieses Minus theoretisch wieder ausgeglichen. Da schreibe ich jetzt noch dazu Umlage. Das kann man nicht lesen. Freizeit. Ich rechne es jetzt trotzdem mal dazu. Das sind dann 134 Euro. Und wenn ich das hier jetzt plus rechne, dann habe ich hier eigentlich nur diese 1,87 Euro und mit denen rechne ich jetzt auch. Dann habe ich hier 219 minus die 90, die ich ja theoretisch nicht ausgegeben habe, sondern einfach nur umgelegt habe, die hier dazu kamen. Das ist jetzt richtig, was ich hier mache. Ich lege sie, ich hole sie hier raus und lege sie da rein. Das heißt, ich habe hier 나, ich habe das ja theoretisch trotzdem ausgegeben und das hier rausgeholt. Ich rechne es jetzt doch mal mit, oder? Jetzt rechne ich es nicht mit, weil ich habe das abgezogen. Und dann hätte ich theoretisch ausgegeben theoretisch, ja? Dann kommt aber noch was dazu, denn ich habe meine Fliesen bezahlt. Muss es nur finden. Ist eigentlich so viel Geld und ich finde es nicht. Super. Wo habe ich das auf? Ah, hier. Also am 7.8. war ich im Bauhaus. Da habe ich Wanne und Duschwanne geholt. Am 16.8. diese Woche habe ich meine Fliesen bezahlt.
Und noch ein paar andere Sachen, Kleber und was weiß ich, was da halt alles dazugehört. Und das hat 983,11 € gekostet. Und ja, das schreibe ich noch nicht auf, das fällt erst in die dritte Woche. Genau, da kommen nämlich noch mal Kosten dazu. Ja, genau. Also das müsste ich theoretisch auch dazu rechnen, denn das habe ich ausgegeben. Ansonsten habe ich nichts mehr ausgegeben, aber wir sind trotzdem bei 1247 €, wenn ich richtig gerechnet habe. Jo! Das ist doch mal ein Batzen Geld. Ach so, Leute, da kommt ja noch mal was dazu. Nämlich Etsy und Amazon. So, die Summe rechne ich jetzt kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. So, ihr Lieben, ich habe es jetzt ausgerechnet. Es tut sehr weh. Aber so ist es. Ich habe Frustshopping gemacht. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt beim großen A und bei Etsy. Und ja, ich habe ein paar richtig coole Spiele gekauft. Und die Spiele waren richtig, richtig teuer. Sind aber definitiv ihr Geld wert. Ihr werdet das Video sehen. Ich werde es euch hochladen. Ich werde euch die Spiele zeigen, die ich gekauft habe. Und ich bereue es kein bisschen. Es ist viel Geld, aber ich bereue es nicht. Und das Einzige, was ich bereue, ist, dass es einfach so, ja, dieses Frust-Shopping war. Das kennt ihr bestimmt, Frust-Shopping. Ich weiß nicht. Ich habe es gekauft, weil mir die ganzen Ausgaben mittlerweile zum Hals raushängen. Ich habe da noch mehr Geld ausgegeben. Fragt mich nicht nach dem Sinn. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Also ich, ja, natürlich, es gibt schon einen, denn ich fühle mich jetzt besser. Und nur darum geht es. Ich fühle mich jetzt besser. Ja. Ich rede jetzt nicht mehr lange. Ich sage euch jetzt den Betrag. Haltet euch fest. Es ist echt viel. Haltet euch fest. Aber ich zeige euch dann, was ich alles bestellt habe. Ich, ja, zeige euch wahrscheinlich in einem Video alles, was ich gekauft habe, wenn alles da ist. Denn ich habe vor, ab nächsten Monat mache ich ganz viel komplett anders. Ja, habe ich mir fest vorgenommen. Ja, also es sind 193,98 €. Haut in die Tasten, schreibt in die Kommentare, was, warum so viel? Blablabla. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ich fand viele Spiele cool, ich wollte viele Spiele haben. Ich habe es mir gekauft, ich habe es mir gegönnt. Ich habe diesen Monat richtig viel Geld ausgegeben. Es ist aber okay, denn der Notgroschen wurde nicht angefasst. Das Einzige, was jetzt angefasst wurde, ist eben mein Konto. Also das hier, was ich übertragen habe, das ist nicht mein Kontostand gewesen. Ich bin nicht im Minus, ich habe immer noch Plus auf dem Konto. Natürlich haut mir die Ausgabe jetzt rein, aber ja, der Notgroschen steht und alles andere ist auch nicht groß angetastet worden. Also von dem her alles gut, kriegen wir hin. Und es wird am nächsten Monat sowieso Änderungen geben. Es wird sehr viel anders. Freut euch drauf, ich freue mich auch drauf. Ab nächsten Monat starten wir wieder durch. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's vom Wochenabschluss. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Das nächste Wochenende wird wieder das Sparspielwochenende oder, wenn alles gekommen ist, der Etsy Haul. Etsy und A Haul. Genau. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Halte durch. Der Monat ist fast rum. Ich hoffe, ihr konntet viel sparen und habt nicht so viel Geld ausgegeben wie ich. Ich freue mich trotzdem auf meine Spiele und ich bereue es, wie gesagt, kein bisschen. Ich freue mich total drüber, denn bei mir wird alles neu. Oder viel neu, nicht alles. So, das war es jetzt von mir. Ich sage euch Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, abonniert den Kanal, schreibt gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.